Das ist etwas, was wir vielleicht in einer etwas größeren Runde besprechen sollten. Wir werden morgen früh einen kleinen Rat mit den anderen Geweihten beeinrufen und faszinierend. Seid ihr sicher, dass ihr der Göttin nicht dienen? Ich diene meiner Heimat zuerst und den Göttern erst danach. Natürlich, aber seid euch gewiss, dass sie euch beobachtet, dass sie über euch wacht. Über Die euch Götter beide. halten stets ihre schützende Hand über die Rechtschaffenen. Also sollen wir dann morgen nochmal hierher kommen, ja? Ihr wollt die Rüstung wiederhaben? Ich würde sie gerne umarbeiten lassen. Umarbeiten lassen. Richtig. Ragnar. Ich würde nämlich gerne hier, ihr seht hier dieses Zeichen da. Ich deute mal auf irgendein Zeichen, das aussieht, als wäre es irgendwie von Belhalla. Ja, Das würde ich. du siehst, wie ganz schnell die Hand von der Rondrianerin vorzuckt und die auf die Finger haut. Fass das nicht an. Ich wollte es euch nur zeigen, ob ihr es seht. Auf jeden Fall, ich wollte es umarbeiten lassen zu den Zeichen von Rondra. Was habt ihr mit eurer Hand gemacht? Das gab Probleme mit Yarmish Aquam. Psst, Ragnar! Nach den Namen sollen wir auch nicht sagen, stimmt. Das sieht beunruhigend aus. Sie betrachtet jetzt auch mit der gleichen Miene dich, wie sie ehemals Yarlan angesehen hat. Also siehst auch, wie sie dir so ein bisschen an die Nase schaut. Wartet. Bemerke ich das? Ja, das kannst du bemerken. Ja, dann tastet sich Ragnar mal an die Nase, ob er da irgendwas hat. Wenn ihr uns eine eingehenderen Untersuchung unterziehen wollt, lässt sich das sicherlich einrichten. Nun, ich denke, mit dem Rat, der dann morgen zusammentrifft, werden wir euch. Sie betrachtet nochmal den Ragnars ganzen Körper, wie schmierig seine Haare sind, ölig, triefig, stinkend. Also, ich würde vorschlagen, wir machen euch morgen eine schöne heiße Badewanne, ihr könnt euch entkleiden, ihr dürft euch rasieren. Und dann können wir uns einmal betrachten, ob mit euch alles okay ist, aber ihr blutet nicht aus der Nase, aus den Ohren, aus den Augen. Und daher seid ihr nicht so böse, wie es vielleicht sein könnte. Ragnar schaut sie Also sind fragend wir an. dann doch. Ihr seid also eingeladen. Kommt doch einfach morgen zu uns und badet bei uns im Tempel. Alles klar. Bin ich dabei. Reiche ihr die Hand. Sie lehnt Aber. ab. Oh. Ja, Frag ihn dann wie irgendwann noch, sieht's ob ihr aus? nicht Die glücklich Rüstung mit. darf ich bearbeiten oder macht das irgendjemand hier? Wir werden uns nach der Ratssitzung darum gucken. Wir schauen einfach mal nach, was die anderen davon halten, dass sie diese Rüstung. Nun ja, wir werden sie euch nicht stehlen und einbehalten, aber vielleicht wird sie auch vernichtet. Weiteres morgen. Alles klar, dann sehen wir uns morgen. Also die Rüstung darf ich dann erstmal nicht wieder mitnehmen. Sie ist unheilig und bleibt doch bitte erst einmal hier in den gesicherten Räumen des Tempels. Alles klar. Dann würde jetzt Ragnar, weiß ich nicht, wenn die nicht die Hand gehen nehmen wollte, dann salutiert man jetzt einfach einmal. Geht dann. Ich schlage mir auf die Brust und gehe hinter ihm her. Er hätte uns fast unbeliebt gemacht, wisst ihr? Ja, beliebt und unbeliebt machen, das kann ich ganz gut. Senores, er schaut nach draußen, ob da. Sollten wir nicht eine Nachricht von einem Meldejungen oder so etwas bekommen oder von Myria? Sollten Machen wir wir, ja, ist sie noch nicht etwas Sorge. aufgetaucht? Vielleicht ist ihnen etwas zugestoßen. Kennt sich denn dieser Ephadaios? Steht denn aus? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ist Aber einer von wahrscheinlich euch kennt er sich besser Südlern auf und einem ich Schiff denke, ihr kennt aus. euch alle in Städten aus. Wie bitte? Verzeihung, Ragnar, was sagtest du? Ich sagte, dass sich Ephadaios wahrscheinlich so gut in einer Stadt auskennt, wie sich ein. Mir fällt kein gutes Beispiel aus. Er kennt sich nicht gut in einer Stadt aus. Wie ein Ingrimgeweihter in einem Schiff. Danke. So Ich einen meine, Vergleich habe ich gebraucht.
Er ist doch einer von euch komischen Südländern. Ihr kennt euch doch alle in Städten aus. Ich meine, Rodrigo kam auch wunderbar in Kunjon zurecht, obwohl er da noch nie war. Ich weiß nicht, er sieht aus wie ein... Nein, Torvali ist er nicht. Die würden stinken, aber... Ich glaube, er kommt von den Zyklopeninseln. Ist das nicht auch in der Nähe? Senores, die Zyklopeninseln haben keine Städte. Das sind Menschen, die wohnen auf einer Weide bei ihren Schafen. Oh. Dann sollten wir ihn vielleicht suchen. Nachdem... Ragnar, warum gehst du nicht mit Ogdan und suchst schon mal nach Evadaios und ich bringe kurz Jasper zur Akademie? Na, aber ich wollte auch noch zur Akademie. Ich wollte auch noch zur Akademie. Na gut, dann... Außerdem, wenn wir dich jetzt allein lassen, dann verlierst du bestimmt den Überblick hier in der Stadt. Auch möglich. Gut, warum gehen dann nicht wir beide und Ogdan, du schaust nach Evadaios? Signore, wo? Klapper die Kneipen ab. Quatsch, das ist doch jetzt viel zu viel Umstand. Lass ihn jetzt doch einfach hier mitkommen. Das ist jetzt ja nicht allzu viel aufheben wert. Da verlieren wir Ogdan. Ja, Signore, ich höre natürlich auf euer Wort und wenn ihr sagt, ich soll die Kneipen abknappen, dann schön warmes Bier. Vergesst es, ihr kommt mit. Am Ende sauft ihr euch in der ersten Fest. Gut, genau wird, das. Machen wir es kurz. Es wird einer der Söldner hier abgestellt, falls doch noch ein Läufer kommt und dann geht's los. Ja, für einen Schicksalspunkt findet euch die Eule. Ich hab keinen. Also Ragnar müsste. Ach nö. Gut. Du gibst den nie aus. Romilly noch einen? Nee, ne? Romilly würde erstmal gucken, ob sie mit eigener Flugstunde und Eule die Gesellschaft wiederfindet. Oh Gott. Tempel ist ja nicht gerade klein. Lass ich zu, ja. Hast du direkte Sicht durch deine Eule? Nee, ne? Du kannst dir nur. Nein. Du kannst mit ihr kommunizieren. Kann mit ihr kommunizieren und ich würde auch selber hinterherfliegen. Ah, du würdest hinterherfliegen. Was ist denn dein Fluggerät? Mein Kampfstab. Dein Kampfstab? Okay, dann machen wir das einmal so. Eule wird nach oben geschickt, das ist gar nicht das Problem. Wie startest du deinen Weg nach oben? In der Gasse stellen, oder? In eine hohle, dunkle Gasse stellen, die hoffentlich ohne Gesellschaft ist. Und dann ab erstmal senkrecht nach oben und dann weit genug oben fliegend gucken, dass ich einen Tempel finde. Hoffentlich den richtigen. Okay, das ist eine gute Idee. Du musst keine... Doch, du musst eine Probe schmeißen, ne? Fliegen. Ein ASP aktivieren, dann würfel einmal eine Fliegenprobe mit einem Fluggerät erleichtert um 7. Jetzt klatsche ich gegen die Wand. Nein, doch gut, nicht. Dann ist das kein Problem. Du findest den Rondra-Tempel und du kannst auch die anderen zuordnen. Gemeinsam mit deiner Eule, die bleibt in der Nähe. Ich gebe dir trotzdem 1W6 Kälteschaden, dadurch, dass es kalt ist und du fliegst durch die Nacht. Verständlich. Den gebe ich dir trotzdem. Verdammt. Frau braucht auch mal Glück. Ja, alles klar. Okay, du siehst sie über dir. Was machst du jetzt? Die anderen sind Schärfeprobe erschwert um 10. Nun, ich versuche in einer nahen Gasse unbemerkt zu landen. Sinnenschärfeprobe erschwert um 10. Also nicht du, sondern die anderen. Taub und Baum. Habe ich heute Glück? Habt ihr das? Das ist dir jetzt wert. Das ist mir wert. Okay, kein Chippy, aber. Ich würfel die 13 neu. Muss ich nachwürfeln. 20 meinst du? Ja, ne? Was hast du gesagt? Du würfelst was nach? Die 13 musste ich nachwürfeln. Die 13? Wieso denn 13? Achso, das ist Jahr. Ja, 14, 16. Achso, ich hab gerade die 20 bei Jahren gesehen. Nee, okay. Also du dachtest jetzt, ich hätte mir im Patzer hingeglückt. Ja. Genau das dachte ich eben, dass Ragnar jetzt 220 hat. Ja, komm, ich gebe ja Schicksalspunkte nie aus, oder? Also, nein, Quatsch. Gut, aber soll's bleiben. Du kannst unbemerkt in einer der Gassen landen und nach ungefähr 2 Minuten triffst du dann auf sie. Kannst du noch überlegen, wie du aus der Gasse kommst oder wie du es machst, aber sie kommen an dir vorbei. Ah, da seid ihr ja. Als wäre ich schon eine Zeit lang gewandert. Ich habe euch schon gesucht. Und wir haben jemanden am Tempel gelassen. Oh, ich fürchte, dann bin ich am Tempel vorbeigelaufen.
Es kommt davon, wenn man sich nicht auskennt. Nun, wir haben in der Nähe des Hafens eine Unterkunft gefunden. Das ist gut. Wir sind gerade auf dem Weg zur Magierakademie. Wollt ihr uns begleiten? Wenn ihr meint. Wo ist eigentlich der Herr oder die Dame, den ihr am Tempel gelassen habt? Man guckt sich so um, welche Richtung das wäre. Naja, wenn ihr hier lang geht, die Straße, und dann nach links und... Ragnar, rechts oder links? Wir sammeln ihn auf dem Rückweg ein. Dann ich rechts glaube, und dann geradeaus, gut. Die Straße, die zweite Straße links. Genau. Genau. Folge euch erst einmal. Alles klar. Ich gehe hier sonst verloren. Gut. Finden wir denn, ohne uns dreimal zu verlaufen, den Hesindetempel? Oder das Hesindedorf? Ja, also gar kein Problem. Das werdet ihr schaffen, auch ohne Gassenwissenprobe, weil da kommt gerade Romili her. Schaut es euch auf der Karte an. Steuerung F. Ihr seid hier. Romili war hier. Hier ist die Magierakademie. Ja, dann seid ihr vielleicht sogar dort vorbeigekommen. Wenn euch was bekannt vorkommt, sagt doch Bescheid. Ja, vorbei, vorbei am Zartempel, vorbei an den Drakonitern auf der linken Seite, was euch allerdings auf der falschen Seite begegnet, da müsste man über einen Schleichweg. Ein etwas seltsames Gebäude, was wohl von einer merkwürdigen Gottheit kommt, die ihr nicht kennt, aus einem anderen Pantheon. Vorbei am Terponitenspital und dann vor dem großen Hexagon. Der Sendetempel, davor ein ziemlich großer Kasten, zwei- oder dreistöckig und ja. Jasper, ihr wart doch sogar von hier, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Das ist schon einige Zeit her. Dann wird man sich doch sicherlich freuen, euch wiederzusehen. Und damit stoppe ich an. Ja, es dauert eine Zeit und nach ungefähr 2 Minuten öffnet sich die schwere Pforte. Ein Eleve schaut euch an. Ich habe heute Abend Dienst. Ja, was kann ich für euch tun? Herr Sindesumgrüße, ich bin der Ritter von Schnattermoor, das sind meine Gefährten. Ich habe einen Abgänger eurer Schule abzugeben, nebst einer Anklage. Eine Anklage? Das ist ja aufregend. Sehr wohl, wenn ich mich recht erinnere, Ragnar, ihr seid vermutlich etwas bewanderter als ich, haben Magier das Recht, von ihrer Gilde verurteilt zu werden. Laut dem Codex Albiricus, richtig. Das Ding halt. Also, soweit ich weiß, ist es die Graue Gilde, die das Recht hat. Aber es darf immer ein Sekundant der ihrer Akademie anwesend sein, das Recht der Grauen Gilde in Frage stellen und in der Theorie auch ein eigenes Gildenverfahren einleiten. Wenn es ihnen das wert ist. Der Drache, also Dragonef, die schläft schon, aber ich glaube, Dienst, also der Herr Surjelov, Sulefio, hat noch, der ist noch in seinen Laboratorien, den kann ich mal fragen, ob der euch noch empfangen kann. Und dann verschwendet keine Zeit, führt uns hin. Jawohl, mein Herr. Aber sag mal, Jasper, wie hießen eure Dozenten? Nun, ich hatte das Glück, unter den Besten zu lernen. Euch ist selbstverständlich Rakorium und Agonis ein Begriff? Natürlich. Gerade nicht, nein. Ist er nicht? Moment. Ich erinnere mich, Ragnar, ihr erzähltet doch was. War das nicht dieser Mann mit den Echsen? Ja, genau. Dessen Lager das war auf Maraskan, wo wir waren? Aber er war nicht da. Echsen? Herr von Schnattermoor, es heißt Saurologe. Natürlich, gelehrter Herr, Saurologe. Einen Moment. Nehmt doch bitte Platz. Natürlich. Und deutet zu zwei Bänken, die dort aufgestellt sind. Er geht dann zu einer großen Tür, klopft einmal gegen und verschwindet dann darin. Es stinkt absolut widerwärtig nach Alchemie darin. Und nach weiteren 2 Minuten tritt dann eine Person durch die Tür. Graue Haare, Zottelhaar, einen dicken Schnauzbart im Gesicht, der euch dort anstarrt. Ja, was kann ich für euch tun? Magister, ich bringe einen Abgänger eurer Schule her, den wir vermeintlich im Bunde mit den Dämonen aufgegriffen haben.
Ist in meinem Interesse, dass er ein anständiges Verfahren erhält. Na, wen haben wir denn da? Jasper. Das ist lange her. Er verzieht die Miene. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Ich weiß nicht, vermutlich habt ihr es noch nicht gehört. Wir drangen kürzlich ins Innere einer Dämonenarche vor. Und woher soll ich das denn gehört haben? Nachrichten verbreiten sich schnell dieser Tage, wie ich finde. Jedenfalls fanden wir, dass sich Magister Jasper hier wohl eher unfreiwillig, wie er beteuert, den Posten des Bordmagiers ausfüllte. Unfreiwillig den Posten des Bordmagiers. So, so. Können Sie mir sagen, wie lange es her ist, seit der gute Jasper hier an Ihrer Schule war? Als Lewe kam er damals zu uns. Damals hat mein Mai noch funktioniert. Er reibt sich einmal durch seine geröteten Augen, könnte auch sehen, wie er wohl ein bisschen Schwefel noch an seinen Händen hatte. Überhaupt, ja, gar kein Wunder, dass seine Augen jetzt rot sind. Ja, ich erinnere mich. Er war nur kurz bei uns, hat seinen Abschluss gemacht und ist dann gegangen. Wir haben ihn nicht weiter angestellt. Und nichtsdestotrotz ist er wohl eure Verantwortung. Ansonsten schleife ich ihn zum Pariastempel wenig. Er hat einfach nur den Abschluss bei euch gemacht? Ja, den Abschluss bei uns gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Lehrfach er war. Antimagie. Und dann ist er gegangen. Lohnmagier, sagte er, glaube ich, damals. Richtig, Lohnmagier. Ich weiß nicht genau, ob die Spektabilität ihn noch kennt, aber sie ist schon zu Bett gegangen. Wir können ihn selbstverständlich hier behalten und ihn dann der Gerichtsbarkeit der Grauen Gilde übergeben. Aber Rakorium und Hagonis ist leider seit einiger geraumer Zeit keine Spektabilität mehr bei uns. Er hatte einen Vorfall in den Bergen vom Raschstuhlswall und seitdem hat er es vorgezogen zu emeritieren. Er hat seinen Posten verlassen. Seitdem führt Spektabilität Darkonef diese Akademie. Magistra Magna Transformatorica. Wird die werte Frau sich sicherlich dieses Falls annehmen. Wie ich bereits sagte, wenn die Gilde ihn nicht will, nehme ich ihn mit zum Tempel. Nein, so tun wir es. Hugo, hol die Wache und lass ihm meinen Eisenkragen umlegen und dann bringst du ihn nach unten. Jawohl, mein Herr. Herr Magister, ich habe hier noch auf der Dämonenarche. Hoher Herr Ritter, ich muss doch arg protestieren. Ich denke, ihr schuldet mir noch etwas. So ein Verhalten ist doch arg. Sprecht euch aus. Mir fehlen die Worte. Ihr verspracht mir damals Milde und nun übergebt ihr mich, ohne dass ich etwas getan habe, ohne dass ich euch je verraten habe, der Gerichtsbarkeit der Gilde. Ich versprach, dass ihr einen fairen Prozess erhaltet und dass ich für euren guten Charakter, den ihr wiederholt erwiesen habt, sprechen werde. Was ich auch zu tun gedenke, mit einem kurzen Kopfnicken an den Magus. Dann möchte ich doch hoffen, dass ihr bei dem Prozess erscheint und für mich aussagt und bringt doch diesen Priester Ephadaios mit. Er schuldet mir ebenso noch etwas. Genauso wie Fiona. Dies gedenke ich zu tun und wenn es euer Wunsch ist, werde ich sehen, ob die beiden sich ebenfalls dazu bereit erklären möchten. Genug. Nichtsdestotrotz seid ihr angeklagt und werdet euch verantworten. So werde ich es tun. Ich richte mich da nochmal an den Magus. Lass doch bitte die Spektabilität wissen, dass ich wünsche, bei seiner Verhandlung über seinen Charakter auszusagen. Ich werde es mir notieren. Und nimmt das hier vielleicht auch noch als Beweismittel. Und dann gebe ich ihm dieses Ehrenabzeichen der Kampfschule von Mendena. Ich weiß nicht, ob es ihm gehört hat, aber falls es ihm gehört, ist ein gefährlicher Magier. Das zweifelsohne. Mendena. Schon seit geraumer Zeit. Eine, die
einer der ersten Städte, die damals gefallen sind. Wo habt ihr das denn her, Ragnar? Das habe ich gefunden. Das habe ich dir auf dem Dämonenreich auch schon gezeigt. Ach, das Teil. Naja, natürlich. Nun, also gut, dann entschuldigt mich. Die Wachen werden sich um ihn bemühen und Ugo wird euch wieder zurück zur Tür bringen, wenn nichts weiter ist. Sonst ist nichts weiter. Wo können wir euch erreichen? Da ich also keine feste Bleibe habe, hinterlegt doch eine Nachricht für mich im Rondra-Tempel. Sie wird mich zu gegebener Zeit erreichen. So sei es. Und dann will ich euch nicht weiter in die Nachtruhe stehlen, außer mein Begleiter, meine Begleiter, Romney ist ja auch da, haben noch etwas zu sagen. Keineswegs, ich für meinen Teil. Nö. Gute so Nacht. Begibt ihr euch wieder nach draußen. Steht in der bitteren Kälte, mittlerweile ist es 20 Uhr. Und die Kälte fährt euch wieder in die Knochen. Wir sollten unseren Mann am Tempel aufsammeln und sehen, dass wir ins Warme kommen. Definitiv. Wo sagtest du, sollten wir hingehen, Romini? Die Schenke nochmal. Ja, wie hieß die Schenke nochmal? Tempel von Rom und Gork. Danke für den Geistesblitz. Nun, Tempel von Rom und Gork. Romini verdreht dezent die Augen. Senora, Madame, Senora, was ist das denn für eine Tempel? Eine Tempel von Boron? Nein. Eine Gaststätte. In welchem Boron-Tempel wird denn Rom ausgeschenkt? Drogen. Senorin in Al-Anfaris, gibt es in jedem guten Boron-Tempel und unter anderem nicht unbedingt Rum, aber andere Mittelchen. Ja, sind hier aber glücklicherweise nicht in der Anfang. Wobei es dort wahrscheinlich deutlich wärmer wäre jetzt als hier. Okay, kurzer Hinweis. Steuerung F. Befindet euch hier. Müsst ihr mal wieder hier hochlaufen, sammelt sie ein und lauft dann da wieder hin. Wow, hier ist die Kneipe. Wow. Och nö. Guckt doch bitte auf die Karte. Ja, aber das weißt du, wissen die Charaktere ja eh nicht, also von daher. Deswegen habe ich da auch nicht nachgeschaut. Eine halbe Stunde später, 20.30 Uhr. Tempel von Rom und Grog. Was tut Ephadaios in der Zeit? Hat er sich wieder nach unten begeben oder passt er die ganze Zeit auf Myria auf? Passt die ganze Zeit auf Myria auf. Das Schwert ist bei Brindici angeblieben. Hatten die es eben im Tempel mit dabei? Brindician war nicht dann im Tempel, der scheint dann da draußen und davor und. Was Brintigian ebenso tut. Nee, Ephadaios wird einfach nur auf Myria aufpassen. Der Gut. macht da auch nichts mehr. Ja, 20:30, die Helden treffen ein. Selbstverständlich ist es immer noch gerammelt voll und die frechen Jungen trinken immer noch. Mittlerweile ist das Klientel etwas älter geworden, also sie sind nicht mehr 14, aber 17 bis 18. Ja. Das scannt mal nach schönen Frauen. Ja, wirst du hier sogar finden im Alter von 16 bis 18, so, ja. Sind auch strunzendicht. Das ist ja langweilig. Ich kann dir ja gar nicht von meinen Heldentaten erzählen. Und du siehst die Wirtin, die sich da wohl gerade mit ihrem Mann unterhält und da gerade auf Bornisch kommuniziert, aber höchstwahrscheinlich wird sie auch Mittelreichisch sprechen. Sie sieht, ja, wie alt ist die? 35, vielleicht 40 Jahre. Sie sieht gut gebaut aus. Ja, die ist schon wieder ein bisschen zu alt. Oh, genau. Was denn? Auf deren lernt man das rein? Ja, ne? Theoretisch. Was war die Frage, Jalan? Habt ihr Geld? Wir haben nämlich keins.
Wie, seid ihr pleite? Geld, das Gold liegt in Valusa auf dem Schiff. Ach, man kann immer zu Ragnar kommen, um sich ein wenig Geld zu leihen, keine Sorge. Wie viel Geld brauchst du denn? Ich weiß nicht, was auch immer unsere Unterbringung kostet, schätze ich. Was unsere Unterbringung kostet? Und in den meisten Gasthäusern, stellt es euch also, vor, ich weiß nicht, wie das... Also ich will ja nichts sagen, ne, aber dieses Gasthaus sieht sehr teuer aus. Also brauchst du mindestens einen Dukaten, wenn du dann noch was zu essen und zu trinken haben willst. Na, obwohl, hier wird es kein Essen geben. Und wenn es Essen gibt, dann brauchst du mindestens 2 Dukaten. Ah. Ja, und wenn du dann morgen früh noch geweckt werden willst, dann brauchst du mindestens 3 Dukaten. Wie viele haben wir denn? Den Ritter Jagold und Sevirajida und Fiona und Brindigian? Oh, verdammt, das wird ja immer teurer hier. Wir müssen auch alle schlafen. Ah, natürlich. Noch mit Zins und Zinseszins. Ah, okay, ja. Dobri Becher. Doppelbecher? Dobri Becher, privet. Was? Privet. Ich glaube, er hat irgendwas mit einem Doppelbecher-Privileg gesagt. Er winkt euch heran, der Wirt. Brechen Sie Gareti. Da, Gareti. Wodka. Wodka, mein Freund, Wodka. Ja, er hatte gerade schon Mess Guinness auf den Tisch geschoben und füllt dann schnell ein paar kurze Gläser mit Wodka auf. Wodka gut, Wodka warm. Wodka. Er lächelt dir zu, er versteht. Du verstehst. Ja, genau. Ragnar lächelt zurück. Ich war vorsichtig an diesem Glas. Es riecht scharf. Ragnar? Ja? Besauf dich nicht. Wieso? Wir in der Stadt zu tun haben und ich dich morgen nicht mit einem Wolf im Nacken brauche. Na gut, dann werde ich nicht allzu viel trinken. Kannst du ihn nach einem Zimmer fragen? Er scheint euch ja zu verstehen. Wirt. Wodka Zima. Zima? Wodka Zima. Wodka. Zima. Komnata. Ah, Komnata. Jetzt redet er von irgendeiner Schlange. Aber auch Maras kann genug Nattern von. Komnata für Drusia. Er zählt es einmal durch. 3. Nein, warte. Ich zähl selber durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 3 Mann, die schon hier waren. 11. Plus Alrexei, wenn wir ihn unterbringen müssen. Ich weiß nicht, ob der sich verzogen hat zwischendrin. Ordinatsat. 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 Genau. Was sagt er? 11. Ritter Jagold, ihr sprecht auch Bornisch. Warum macht ihr das so schwierig? Rostantwo. Er hat 11 gesagt. Wodka. Er schiebt euch einmal 11 Wodka-Gläser rüber und deutet dann die Treppe nach oben. Alles klar. Wie viel? Rommeli schiebt ihr Wodka-Glas zu Ragnar rüber. Zaftra. Jetzt schau ich Hilfe zu Jagold. der grinst wohl, scheint zu wissen, dass du kein Wort verstehst. Morgen früh bezahlen. Ah, okay. Natürlich. Was ihr gesagt habt, wird. Ragnar nickt einmal. Und dann würde ich Romilly einmal zulächeln, weil ich jetzt 2 Wodka-Gläser habe und dann das Glas hochhalten und Nastrovje rufen. Nastrovje! Ja, von überall, auch die jungen Männer, die jungen Frauen prosten dir einmal zu. Es ist gute Stimmung, sie sind hackedicht. Und euer Ritter geht einmal zu ihm und fragt einmal ganz kurz, da im Mostkom Nati, bekommt dann die Antwort, dass das Zimmer 2 Silber kostet. Mit Frühstück. Ihr seid euch sicher, dass das Frühstück genauso wie das Abendbrot nicht existent ist und aus Wodka und Miskines besteht. Sehr gut. Wodka macht voll. Ich schaue nochmal meinen Kameraden zu, sag auch dann Nastrovje, wenn Ragnar das sagt. Auf Festum und weg damit. Und huste dann vermutlich die Hälfte wieder aus. Okay, ja. Ja, Ragnar haut den ersten Becher weg.